Wir feiern den Karfreitag. Das Zeichen vom heutigen Tag ist das Kreuz. Das Kreuz ist uns Menschen nicht fremd. Unser Körper ist ja schon ein Kreuz. Das Kreuz ist für uns Christen ein Zeichen vom Leben und vom Segen. Darum tragen gern viele Menschen ein Kreuz um den Hals oder sie haben im Auto ein Kreuz zum Zeichen vom Schutz. Oder andere haben sie gerne ein Kreuz tätowiert. Das Kreuz steht aber auch fürs Schwere, fürs Leid und für den Schmerz. Auch das gehört zu unserem Leben. Wir hätten es manchmal gerne anders, aber das Kreuz und der Schmerz gehören dazu. Das sehen wir schon bei der Geburt von einem Menschen, der mit dem Schmerz der Mutter verbunden ist. Oder der C.G. Jung, der Tiefenpsychologe, sagt, inneres Wachstum ist nur durch Leid zu erkaufen. Wir Menschen müssen das Kreuz nie suchen, denn unser Gott ist ein Gott vom Leben. Im Umgang mit dem Kreuz hilft mir immer ein altes Gebet. Gott gibt mir Mut, das zu ändern, was ich ändern kann. Gib mir die Kraft, das anzunehmen, was ich nicht ändern kann. Und gib mir die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden. Ich wünsche euch einen guten Karfreitag.